Feierabend! Berliner. Und was sie in ihrer Freizeit so machen. Und da gibt es natürlich so einiges in dieser Stadt mit ihren 3,5 Millionen verrückt sympathischen Einwohnern. Müssen wir drüber reden hier auf Radio Berlin 88.8. Also es gibt beispielsweise Berliner, die hauen sich in ihrer Freizeit die Köpfe ein. Nach allen Regeln der Kunst, geschützt durch dicke Rüstungen, historisch korrekt nachgebaut nach Vorbildern von vor 2000 Jahren im alten Rom. Gladiatores Berolinenses. Die Gladiatorenschule Berlin, die gibt es wirklich. Gladiatorentraining immer freitags in der Jugendfreizeiteinrichtung Alemannufer in Spandau. Und die beiden Berliner Freizeitgladiatoren Daniel und Bart, im wahren Leben Klimatechniker und Informatikstudent, die sagen Ihnen jetzt hier auf Radio Berlin 88.8, worum es geht. Hallo. Hallo. Also alles, was ich über Gladiatoren weiß, weiß ich aus Asterix. Die hauen sich in der Arena im Prinzip die Köpfe ein und wenn sich Cäsar langweilt, holt er die Löwen. Macht ihr das in Spandau genauso? Ja, wir haben einen riesen Plüschlöwen, der fällt dann ab und zu über uns her. Und wenn man es ernsthafter betrachtet, nein, Löwen und Gladiatoren haben nichts miteinander zu tun. Ach so, Gladiatoren sind nur Kämpfer, oder was? Ja, Gladiatoren kämpfen gegen Menschen nach sehr fest definierten Regeln und recht unblutig oder untödlich eher. Venatoren kämpfen gegen Tiere. Aha, schon wieder was gelernt. Und ihr müsst dann sowas sagen wie Morituri te salutant oder sowas am Anfang? Nein. Ave Caesar? Das ist meistens aus Filmen heraus belegt. Diese Sprüche gab es nicht. Wird es auch manchmal tatsächlich blutig oder ist das halt so wie Fechten bei Olympia, dass man halt einen Treffer landet, aber eigentlich passiert nichts? Blutig im weitesten Sinne, ja. Also Kratzer sind völlig normal, blaue Flecke wie beim Fußball auch. Richtig blutig sollte es nicht werden, dann ist extrem viel schiefgelaufen, weil diese alte Gladiatorenausrüstung war dafür gemacht, dass man sehr lange kämpfen konnte, obwohl es nicht so aussah, als hätte man Rüstung an. So, bei euren Nachforschungen über die historischen Gladiatoren, was ist denn da so das Merkwürdigste an Fakten, was ihr gefunden habt? Das Schrägste bis jetzt war eigentlich, also alle Leute glauben, die Gladiatoren sind dahin geschlachtet worden. Und nach heutigen Maßstäben musste der Veranstalter, der Gladiatoren gemietet hat, wenn ein Gladiator starb, musste der den vollen Preis für so einen Gladiator zahlen. Das ist also ein Fußballstar heutiger Zeit. Also, wenn du meinen Neymar niedermettelst, dann musst du dafür 17.000 Sesterzen bezahlen, oder was? Man stelle sich mal vor, immer wenn der HSV verliert, werden alle geköpft. Das bezahlt man nicht lange. Eure Kampfnamen habe ich noch gar nicht. Wie heißt du, Bart, wenn du im Ring stehst? Mein Name ist Architeutes. Das basiert auf dem Architeutes Dux, dem Riesenkraken, der die römischen Galeeren in die Tiefe gezogen hat. Und wer bist du, Daniel? Ich habe einen viel epischeren Namen gewählt. Mein Name ist Pullus. Das bedeutet Küken, weil es einfach nichts Schöneres gibt, wenn am Ende eines Kampfes gesagt wird, Pullus ist der Sieger gegen den Riesenkraken, gegen den Drachen, gegen irgendwas. Ja, und es gibt einen schönen Fund dazu. Es gab einen Gladiator namens Spatz und das ist mein großes Vorbild. Pullus und Architeutes aus Spandau. Ich danke euch für diesen Besuch hier auf Radio Berlin 88.8. So, und wenn Sie jetzt den Gladiator in sich entdecken, alle Infos im Netz unter gladiatorenschule-berlin.de. Hier ist Radio Berlin 88.8.